Herzlich willkommen zu Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters, mit einer Sonderausgabe. Und herzlich willkommen auch allen, die jetzt zugeschaltet sind, zu dieser Online-Pressekonferenz am 23. Dezember 2011, wenige Stunden vor dem Weihnachtsfest. Die aktuelle Pressekonferenz und Online-Pressekonferenz. Ich begrüße auch ganz herzlich die Zuschauer der Generalbundesanwaltschaft. Herzlichen Glückwunsch auch noch zum Amtsantritt an Herrn Brange, der erst vor wenigen Monaten neuer Generalbundesanwalt werden konnte. Willkommen auch die Zuschauer der Kriminalpolizei, der Polizei. Willkommen natürlich auch ganz herzlich die Polizisten und Polizistinnen der Bundespolizei. Und ganz herzlich willkommen natürlich auch alle Kollegen und Kolleginnen, die jetzt natürlich großes Interesse daran haben, was ist vorgefallen, die Fragen und Antworten hören wollen. Ich danke für das Interesse, dass Sie heute eingeschaltet haben, eben auch bei dieser Online-Pressekonferenz. Wir bieten auch künftig im Jahr 2012 eine Vielzahl von Online-Pressekonferenzen auch mit direkter Frageoption an, beispielsweise über Skype. Das kennen die meisten, oder auch über PaleTalk, ein weiterer Dienst. Mehr Informationen dazu finden Sie bei www.radiotvinfo.org. Mein Name ist Andreas Klamm, bekannt auch als Andreas Klamm Saberort. Ich bin von Geburt an tunesisch-französisch-deutscher Bürger. Geboren wurde ich am 6. Februar 1968 in Ludwigshafen am Rhein. Doch einige Zuschauer und Zuschauerinnen kennen ja bereits die Hintergründe und die Geschichte. Einer meiner Großväter, natürlich habe ich zwei Großväter, einen deutschen und einen französischen, von der väterlichen Seite und von der mütterlichen Seite. Einer meiner Großväter ist ein französischer Offizier, vielmehr er war es wohl, inzwischen dürfte er wohl kaum noch im Dienst sein, sofern er denn noch leben sollte. Einer meiner Großväter ist derzeit 1946 in Kaiserslautern in der Pfalz vermisste französische Offizier Hedi Saberort. Thema dieser Online-Pressekonferenz ist heute nicht mein Großvater Hedi Saberort, sondern diese Information soll nur etwas verdeutlichen, wie absurd der Vorwurf ist. Thema der Pressekonferenz, ich habe es leider in der Einleitung vergessen zu erzählen, da ich ohne Manuskript arbeite, um möglichst offen auch und frei Fragen beantworten zu können, wenn welche gestellt werden, wenn das Interesse da sein sollte. Thema der Sendung ist der Nazi-Terror, die Nazi-Terror-Affäre Vorderpfalz. Die ist am 20. Dezember 2011 entstanden. Nazi-Terror-Affäre Vorderpfalz. Am 20. Dezember 2011 ist die entstanden gegen 1 Uhr morgens. Ich müsste nachgucken, ich sehe es jetzt nicht gerade. Bei Facebook. Einer meiner Großväter mütterlicherseits ist derzeit 1946 vermisste französische Offizier Hedi Saberort. Das ist der Vater meiner Mutter. Hedi Saberort war französischer Offizier und französischer Staatsbürger. Er wird seit 1946 vermisst. Er hat sich in meine deutsche Großmutter mütterlicherseits Martha Meyer verliebt. Die ist auch in den Dokumentationsbüchern, in den historischen Dokumentationsbüchern erfasst, in der Vorderpfalz, in Weilerbach und in Kaiserslautern. Dort steht sie auch schwarz auf weiß im Buch drinne zur Geschichtsdokumentation als Auswanderin. Sie ist nach Australien ausgewandert. Sie war eine Auswanderer, ein Auswanderer oder eine Auswanderin. Mein Großvater Hedi Saberort und meine Großmutter Martha wollten heiraten, da bereits meine Großmutter 1945, etwa im August oder September, schwanger wurde. Mein Großvater Hedi Saberort und meine Großmutter Martha Meyer gingen damals beide zu den französischen Behörden und zu den deutschen Behörden, um die damals noch erforderliche Erlaubnis zur Heirat zu erhalten. Aus mir bislang nicht bekannten Gründen, obwohl ich zu diesem Thema schon mehr als 25 Jahre seit 1984 recherchiere, wurde die Erlaubnis zur Hochzeit verweigert, obwohl meine Großmutter im September bereits hochschwanger war, 1945. Wer sich ein bisschen in Geschichte auskennt, der weiß, am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht
kapituliert gegenüber den Sieger- und Besatzungsmächten. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland und es ist Großbritannien. Frankreich war nur eine Besatzungsmacht, aber keine Siegermacht, da ja die Deutschen, sprich die deutsche Wehrmacht, Frankreich zuvor besetzt hat. Am 20. Dezember 2011, und als Journalist, ich arbeite seit 1984 als Journalist, viele wissen das auch, es wissen mehr als 300.000 Zuschauer, es wissen die Kollegen und Kolleginnen von Pressefunk und Fernsehen. Ich hatte meine ersten praktischen Ausbildungen damals erhalten von Christina Osterwald im Jahr 1984 in der Redaktion der Tageszeitung Die Rheinpfalz und wechselte dann im Alter von 16 Jahren 1984 zur Speyerer Tagespost. Und viele Menschen, es sind 50.000 Menschen in Speyer, konnten meine Artikel lesen. Die können Sie übrigens auch heute noch im Online-Archiv der Speyerer Tagespost lesen und auch in den Archiven von British Newsflash Magazin. Seit 1984 bin ich als Journalist, als Radio- und Fernsehproduzent, begonnen im offenen Kanal. Ich bin auch einer dieser Pioniere des privaten Rundfunks in Deutschland, denn ich hatte 1984 mit 16 begonnen, Radio- und Fernsehsendungen zu moderieren, zuerst nur zu moderieren auf Einladung. Und da mir das Moderieren nicht genügte und ich auch nicht nur immer nur vor der Kamera wirken und arbeiten wollte, bin ich dann auch noch Produzent geworden. Und für einige dieser Produktionen, ich danke auch nochmal herzlichst an dieser Stelle, habe ich auch von der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz und vom Landesfilmdienst in Rheinland-Pfalz Förderpreise, Urkunden und Auszeichnungen erhalten. Beispielsweise TV-Talk über die Möglichkeiten eines Journalisten oder hier ist Radio 94,2, das Stadtradio Saarbrücken. Das war ein Beitrag, der die Arbeit des journalistischen Nachwuchses in Saarbrücken beim Saarländischen Rundfunk porträtierte, den ich produzieren konnte. Und dafür gab es halt eben auch einen Förderpreis und eine Auszeichnung für die Fernseh- und Filmproduktion damals von der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Seit 1986 bin ich Herausgeber von British Newsflash Magazin und aufgrund meiner familiären Vorgeschichte, sprich tunesisch, französisch, deutscher Bürger. Mein Großvater ist in Tunis, in der Hauptstadt Tunesiens, geboren, kommt also aus den Maghreb-Staaten, war 1945 in Deutschland in Kaiserslautern stationiert. Er wurde französischer Offizier zuvor natürlich, er wurde französischer Staatsbürger. Das ist auch kein großes Wunder, denn Tunesien war ja unter dem französischen Protektorat. Und es ist mehr oder weniger, auch wenn Tunesien natürlich heute unabhängig ist, mehr oder weniger gibt es ja auch heute noch gute Beziehungen, manchmal auch weniger gute Beziehungen zu Frankreich. Aber es gibt Verbindungen und Bindungen zwischen Tunesien und Frankreich. Es hat eine sehr lange Zeit eben das französische Protektorat bestanden. Seit 1991 bin ich zudem auch noch Mitglied der Gewerkschaft ÖTV. Ich wurde zum ersten Mal Mitglied der Gewerkschaft Verdi, so heißt sie heute. Damals hieß sie noch Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, wurde dann fusioniert zur Gewerkschaft Verdi, einer der größten Gewerkschaften. Man möge mich korrigieren, die Kollegen von der IG Metall und vom Deutschen Gewerkschaftsbund mögen jetzt nicht sauer sein, aber ich glaube, es ist schon richtig, wenn man sagt, die Gewerkschaft Verdi ist eine der größten Gewerkschaften, die es in Deutschland gibt. Seit 1991, damals angeworben von Christoph Hähnel, viel Grüße an dieser Stelle, frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gutes, gesundes neues Jahr 2012. Viel Gesundheit, viel Liebe, viel Frieden wünsche ich schon von dieser Stelle aus. Christoph Hähnel war einer der Menschen, die mich für die Gewerkschaftsarbeit begeistert haben und auch mein Interesse geweckt haben. Also seit 1991 bin ich auch noch Mitglied in der Gewerkschaft Verdi und auch alternativ engagiert. 1984 hatte ich British Newsflash Magazin gegründet. 1986, also mit 18 Jahren. 1986 hatte ich British Newsflash Magazin gegründet. British Newsflash Magazin wurde in Leeds im Norden von England gegründet. Das heißt, so lange arbeite ich schon für die internationale Völkerverständigung. Und 1986 hatte ich noch ein weiteres Medienprojekt gegründet, Radio und Fernsehen und Radio und Fernsehproduktionsgemeinschaft, eine internationale freie Arbeitsgemeinschaft, das ist Radio TV IBS Liberty, auch bekannt aufgrund des Gründungsortes in Nordengland, in West Yorkshire, als Radio TV IBS Leeds.
Wir nennen unsere Sendung und produzieren unsere Sendung mit unserer Station-ID, mit unserer Senderkennung auf Deutsch, Radio TV IBS Liberty, um eben sich nicht an einen Ort speziell zu binden, weder an die Stadt Leeds, die ich persönlich sehr liebe, aber das heißt aber lange nicht, dass jeder Mensch in dieser Welt die Stadt Leeds lieben sollte oder können muss. Das ist eine persönliche Vorliebe. Wir arbeiten international und wirken international und als Produzent und als Sendeleiter und als Redaktionsleiter und als Verleger und als Herausgeber internationaler Medienprojekte für internationale Völkerverständigung trifft es einem schon ziemlich hart. Wenn dann der Vorwurf und meiner Meinung nach unberechtigterweise kommt, der einem direkt zu einem nationalsozialistischen rechtsradikalen Gedankengutverbreiter macht. Konkret hatte ich einen Beitrag von den Kollegen des ersten deutschen Fernsehens ARD, des ARD-Nachtmagazines, verbreitet, mit einem Interview von Jean Ziegler aus der Schweiz. Wer Jean Ziegler sich ein bisschen beliest, auch gerne bei Wikipedia, der weiß, der Mann hat extrem viel geleistet, viel Lebenserfahrung und war auch noch dazu UN-Sonderberichterstatter, also hat für die Vereinten Nationen, für die United Nations gearbeitet. Ist ein wunderbarer Soziologe, ich bewundere den Mann aufgrund seiner Leistungen. Wenn ich diesen Mann bewundere und dann auf seine Arbeit hinweise, dann heißt es noch lange nicht, dass ich mit allen seinen Meinungen, die er vertritt, im ARD-Nachtmagazin und bei den Kollegen vom ersten deutschen Fernsehen, bei der ARD, dann heißt es noch lange nicht, dass ich natürlich 100% alle seine Meinungen super toll finde und übernehme. Doch soweit mir bekannt, ist der Soziologe Jean Ziegler garantiert nicht dem nationalsozialistischen rechtsradikalen deutschen Terrorumfeld zuzuordnen. Doch genau dieser Vorwurf ist aufgrund einer Verlinkung bei Facebook dann gemacht worden von einem, und das öffentlich ist, nenne ich jetzt auch seinen Namen, er macht mir eine schwere Anschuldigung, ich kenne diesen Herrn persönlich nicht, ein Richard McTars oder Richard McTars, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ich kenne ihn nur über Facebook, da ich die Freundschaften oftmals in mangels Zeit nicht immer prüfen kann, bestätige ich sie meistens, wenn Freundschaftsanfragen kommen. Ein Richard McTars, vermutlich in Wien in Österreich wohnhaft, das ist nicht sicher, zumindest gibt er an, in Wien in der Kunstschule tätig zu sein, macht mir zum Vorwurf aufgrund einer Verlinkung, und es ist ja eine öffentliche Arbeit, die Journalisten erfüllen, auch Rundfunkjournalisten und auch Autoren und Schriftsteller, der ich bin, ich habe 10 Bücher geschrieben und veröffentlicht, macht mir aufgrund einer Verlinkung zu einem Beitrag mit Jean Ziegler aus der Schweiz, dem Soziologen, dem UN-Sonderberichterstatter, wortwörtlich folgenden Vorwurf. Bitte höre auf, solchen braunen Quatsch hier zu verbreiten, zu leaken, Entschuldigung. Oder hast du dich schon vollständig der braunen Propaganda ergeben und glaubst nur noch deren Müll, Andreas? Fragezeichen. Jean Ziegler ist garantiert nicht dem rechtsradikalen deutschen nationalsozialistischen Umfeld zuzuordnen. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen von den Kollegen des ersten deutschen Fernsehens. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich kenne mehrere Kollegen vom ersten deutschen Fernsehen. Einen, den kennen Sie wahrscheinlich auch und den kenne ich persönlich, das ist Ulrich Wickert. Viele Grüße nach Frankreich. Ulrich Wickert kennt mich auch persönlich und ich kenne ihn persönlich, weil ich vor einigen Jahren an einem seiner Radio-Workshops teilnehmen durfte für Radiomoderatoren, weil ich eben seit 1984 auch als Radiomoderator wirke und arbeite und mir da natürlich auch Rat von den Top-1-Profis. Und Ulrich Wickert ist ein Top-1-Profi oder salopp ausgedrückt auch ein A-Promi. Einer, der sich auskennt, ein Spitzenmann, wenn er leider auch nicht mehr bei den Tagesthemen jetzt arbeitet, aber er wirkt ja und arbeitet immer noch in anderen Bereichen, wofür ich dankbar bin. Ulrich Wickert ist garantiert nicht rechtsradikal und auch nicht nationalsozialistisch. Und wenn ich an die Kollegen des Saarländischen Rundfunks denke, beispielsweise an den Axel Buchholz, an den Stefan Braun, an Martina Schmidt und so viele andere, die ich ja 1986 bereits persönlich kennenlernen durfte und auch interviewen durfte, nebenbei bemerkt auch den Intendanten Hubert Rode, den damaligen Intendanten, der schon lange im Ruhestand ist, wenn er denn noch leben sollte,
von keinem dieser Kollegen des ersten deutschen Fernsehens ist mir je aufgefallen, dass irgendeiner der Kollegen, der Journalisten und Journalistinnen, die für das erste deutsche Fernsehen arbeiten, dem nationalsozialistischen und rechtsradikalen Milieu oder Umfeld zuzuordnen ist. Doch aufgrund dieser Anschuldigung ist die Terroraffäre Vorderpfalz entstanden. Wir alle sind sehr, sehr sensibilisiert und ich denke, das ist auch kein großes Wunder. Vor kurzem haben wir von den katastrophalen Terrorverbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds erfahren müssen. Es wurden in den letzten vergangenen 10 Jahren 10 Menschen getötet, darunter eine Polizistin in Heilbronn, Michelle Kiesewetter und 8 Geschäftsleute aus der Türkei und 1 Geschäftsmann aus Griechenland. Das ist schon schlimm genug. Anders formuliert, als die Generalbundesanwaltschaft es in den Pressekonferenzen darstellt, spreche ich ja von 182 Opfern. Jetzt werden Sie sagen, wie kommt er auf 182 Opfern? Diese Frage kann ich auch gleich vorweg beantworten. Wenn Sie die Seite www.mut-gegen-rechte-gewalt.de besuchen, dann finden Sie die Opfer seit 1990 von 182 Menschen, die dem deutschen nationalsozialistischen und rechtsradikalen Terror in Deutschland nach 1945 zum Opfer gefallen sind, die ermordet worden sind, zum Teil auf brutalste Weise ermordet worden sind. Darunter auch Menschen aus Deutschland, behinderte Menschen, Frauen, alte Menschen, Männer und Frauen und Kinder, auch aus Sri Lanka, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Großbritannien und aus vielen weiteren Ländern. Aus welchen Gründen auch immer, das können leider auch die Kollegen des ersten deutschen Fernsehens nicht beantworten, spricht die Bundesregierung derzeit nur von offiziell knapp 40 Opfern, die angeblich dem nationalsozialistischen rechtsradikalen Umfeld oder auch der deutschen nationalsozialistischen rechtsradikalen Terrorszene zuzuordnen sind. Sie können sich vorstellen, nach dem, was im Jahr 2008 in der Vorderpfalz, in Rheinland-Pfalz geschehen ist, die Brandkatastrophe am 4. Februar 2008 von Ludwigshafen, die schwerste Brandkatastrophe seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 9 Menschen und eine schwangere Frau, das heißt 9 Menschen insgesamt und eine schwangere Frau mit Baby, also 10 Menschen, sind damals auf schreckliche Weise in dem Feuer verbrannt. Da können Sie sich sicherlich vorstellen und nachvollziehen, dass nachdem bekannt geworden ist durch einen Bericht der Frankfurter Rundschau, dass auch eine Spur des nationalsozialistischen Untergrunds der Zwickauer Terrorzelle nach Ludwigshafen am Rhein führt und die Ermittlungen neu aufgenommen worden sind von der zuständigen Staatsanwaltschaft von Lothar Liebig. Dann können Sie sich vorstellen, dass wir alle extrem angespannt sind, einige Menschen auch Angst haben und denken Sie ja nicht, ich sei Held oder sei Superheld oder was auch immer, das bin ich ganz und gar nicht. Ich bin tunesisch-französisch-deutscher Journalist, Rundfunkjournalist, Schriftsteller und Autor von 10 bislang veröffentlichten Büchern, an 2 weiteren Büchern arbeite ich, da ist auch schon Angst da. Und die ist nicht nur bei Frauen und bei Kindern da, die ist auch bei mir da. Und wer so ein bisschen in diesem Themenbereich der Gefahren des rechtsradikalen, nationalsozialistischen Gedankenguts recherchiert, dem sollte auch bekannt sein, dass die Gefahren, die vom Nationalsozialismus und von Rechtsradikalismus und von Rechtsterror ausgehen, nicht zu verharmlosen sind. Die sind real, die sind gefährlich und 182 Menschen, die ermordet wurden, ist eine Zahl, die sehr, sehr erschreckend ist und auch ernst zu nehmen ist. Insofern sind wir alle sensibilisiert. Und ich meine, es ist richtig zu sagen, die Menschen in der Vorderpfalz und der Pfalz sind nicht nur sensibilisiert, sondern wir sind hochsensibilisiert. Das heißt, aufgrund
der Hinweise, die dann von Richard oder Richard McTars gemacht worden sind bei Facebook auf den Beitrag von der ARD, vom ARD-Nachtmagazin mit einem Interview mit Jean Ziegler, Soziologe und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter, mit dem Hinweis, bitte höre auf, solchen braunen Quatsch hier zu leaken, oder hast du schon vollständig dich der braunen Propaganda ergeben und glaubst nur noch deren Müll, Andreas Fragezeichen, ist natürlich berechtigterweise bei vielen Menschen der Verdacht entstanden, was hat Andreas Klamm oder Andreas Klamm-Sabaoth mit der rechtsradikalen deutschen nationalsozialistischen Terrorszene in der Vorderpfalz zu tun. An dieser Stelle, und ich kann das mit ruhigem Gewissen vor Gott, vor den Menschen, auch heute schon von der Generalbundesanwaltschaft, vor dem Bundesverfassungsgericht, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, vor dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, vor der nationalen und internationalen Öffentlichkeit und natürlich auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, auch bei allen Polizisten, Kriminalpolizei, Bundespolizei, Verfassungsschutz hiermit erklären, mit der deutschen rechtsradikalen und nationalsozialistischen Terrorszene habe ich nichts zu tun. Ich gehe davon aus, dass das ein Missverständnis ist, im günstigsten Fall. Und im schlechtesten Fall gehe ich davon aus, dass es eine bewusste falsche Anschuldigung von Herrn Richard McTars ist. Der Original-Link stammt ja übrigens nicht von mir, sondern von einem Fabian H. Ich kürze seinen Namen ab, weil ich Fabian H. nicht kenne und er auch nicht in der Freundesliste bei Facebook drin steht, zumindest nicht bei mir. Fabian H. hat diesen Beitrag von der ARD Nachtmagazin gepostet, vom Ersten Deutschen Fernsehen, ein Interview mit Jean Ziegler. Er spricht in seinem Beitrag, der genannt wird, es wird in Deutschland noch krachen, von einem Aufstand, und ich glaube, viele haben diesen Beitrag immer noch nicht richtig zugehört, denn er spricht von einem Aufstand des Gewissens. Und spätestens seitdem bekannt geworden ist, dass Nazi-Terroristen durch Deutschland, in allen Teilen Deutschlands durch die Gegend gezogen sind und wahllos Menschen ermordet haben, da sollte ein Aufstand des Gewissens in Deutschland schon jetzt im Gange sein und nicht erst kommen. Jean Ziegler spricht an und kritisiert es auch zu Recht, dass in der Welt alle 5 Sekunden ein Kind verstirbt an Hunger und Armut. Und wie Sie wissen, leben auch in Deutschland 20 Millionen Menschen an oder unter der Armutsgrenze. Denken Sie an Hartz IV, das von Peter Hartz im Jahr 2007 in der Bild-Zeitung, einem deutschen Leitmedium, als Betrug bezeichnet worden ist. Ich bin mir in einem Punkt sicher, Richard McTars macht einen sehr großen Fehler, indem er eine Situation falsch einschätzt, oder er will bewusst kriminalisieren und falsch anschuldigen, oder es geht um eine neue Rufmordkampagne. Ich erinnere die Kriminalpolizei und auch die Generalbundesanwaltschaft, dass ein Naturinfo und der Zeuge Thomas Metz aus Ludwigshafen am Rhein kann dazu sicherlich mehr Informationen auch geben, behauptet hat, meinen im Jahr 2000 verstorbenen Vater Manfred Klamm und mich beobachtet zu haben in Neuhofen in der Vorderpfalz. Mein Vater Manfred Klamm war ein einfacher Feuerwehrobermann der städtischen Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Er wurde dann aufgrund von Krankheit später auch mal Postbeamter und dann früh berentet und hat die Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim e.V. gegründet und ist aufgrund eines tragischen schweren Unfalls im Jahr 2000 am 4. Februar verstorben. Er hat allerschwerste Verbrennungen erlitten aufgrund eines Unfalls vom 30. Januar und er ist in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen am Rhein auf der Intensivstation für Schwerstbrandverletzte verstorben. Und dennoch wurde im Jahr 2007 behauptet, Manfred Klamm und ich seien der rechtsradikalen nationalsozialistischen vorderpfälzischen Terrorszene und des Nationalsozialismus zuzuordnen. Das wurde in mehreren Foren verbreitet, worauf ich dann auch eine Selbstanzeige zur Überprüfung an die Generalbundesanwaltschaft und an die Kriminalpolizei gesendet habe und dann auch sicherlich dementsprechend ermittelt wurde und die Kriminalpolizei und die Generalbundesanwaltschaft vermutlich nur zu einem Schluss gelangen konnten, dass es hier um falsche Anschuldigungen geht.
Diese Anschuldigungen waren bereits damals falsch und sind besonders schwerwiegend, weil Manfred Klamm bereits im Jahr 2000 verstorben ist. Das heißt, wie es möglich sein soll, dass man einen verstorbenen Menschen 7 Jahre nach seinem Tod als Augenzeuge gesehen haben will, das ist besonders fraglich und es ist auch menschenverachtend, die Würde eines Menschen verletzend und auch Störung der Totenruhe. So empfinde ich es zumindest als Angehöriger und ich kann Ihnen versichern, auch andere Menschen, auch andere Verwandte und Angehörige haben ähnlich empfunden, nicht nur ich. Insofern bin ich mir jetzt nicht sicher, es ist eine Täuschung von Richard McTaas, dass er den Vorwurf macht, bei dem Beitrag handelt es sich um rechtsradikales, braunes, nationalsozialistisches, deutsches Gedankengut. Dazu muss man wissen, Jean Ziegler aus der Schweiz ist Schweizer und kein Deutscher. Er ist für die Vereinten Nationen, United Nations, tätig gewesen. Und er ist Soziologe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit rechtsradikalem, braunem Gedankengut nichts zu tun hat. Dass die ARD, das ARD-Nachtmagazin und das erste deutsche Fernsehen in Verbindung mit Rechtsradikalismus und Nationalsozialismus gebracht wird, mit Neonazitum oder Faschismus, das ist was ganz Neues. Also ich denke, es ist unbegreiflich. Daraufhin ist der Terrorverdacht entstanden. Wir haben in unseren Statuten einen Alarmplan aufgrund dessen, was 2008 in Ludwigshafen am Rhein geschehen ist. Dort wurden Warnungen und Drohungen ausgesprochen, dass es weitere Brandanschläge geben wird. Diese Warnungen und Drohungen sind direkt an die Kriminalpolizei von unseren Redaktionen weitergeleitet worden. Ich hatte damals gemeinsam mit türkischen Kollegen berichtet, Fernsehberichte produziert und in unseren Redaktionen sind dann diese Drohungen eingegangen, es wird weitere Brandanschläge geben, deshalb sind wir ja auch viele Menschen davon ausgegangen, es ist ein Brandanschlag und deshalb sollten irgendwelche Schreiber schreiben, es wird weitere Brandanschläge geben. An was würden Sie denken? An einen Brandanschlag. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal konnte die Ursache der Brandkatastrophe in Ludwigshafen am Rhein bis heute noch nicht eindeutig ermitteln. Man geht möglicherweise von einem technischen Defekt aus. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich von Augenzeugen gehört habe. Da gab es diese 2 Mädchen und es gibt diese eine Frau, die sagen, sie hätten einen Täter gesehen. Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft, die sind auf andere Ergebnisse gekommen. Fragen Sie mich nicht, wie. Ich bin kein Polizist, ich bin Journalist, ich bin Rundfunkjournalist, ich bin Autor, Schriftsteller. Ich kann Ihnen nur das berichten, was auf den Pressekonferenzen mitgeteilt worden ist. Da ist man möglicherweise von einer fahrlässigen Brandstiftung eines Unbekannten ausgegangen oder von einem technischen Defekt. Wir waren alle nicht dabei, wir können es nicht wissen. Wir müssen abwarten, welche Ergebnisse jetzt die neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal bringen. Und darüber werden wir natürlich dann auch informieren. In einem Fall kann ich Sie heute versichern und ich bitte, das auch zur Kenntnis zu nehmen und auch entsprechend auch weiter zu berichten. Terroraffäre Vorderpfalz. Richard McTaas hat den Vorwurf gemacht, einen Beitrag des ARD-Nachtmagazins, des ersten deutschen Fernsehens, ein Interview mit Jean Ziegler, der von einem Aufstand des Gewissens in Deutschland spricht und warnt davor, dass es einen Aufstand geben könnte, sei dem rechtsradikalen nationalsozialistischen Umfeld zuzuordnen. Bitte höre auf, solchen braunen Quatsch hier zu liegen, oder hast du dich vollständig der braunen Propaganda, also rechtsradikale nationalsozialistische deutsche Propaganda ergeben und glaubst nur noch an deren Müll, Andreas? Dazu stelle ich fest, dass mir zumindest nicht bekannt ist, dass das erste deutsche Fernsehen, das ARD-Nachtmagazin oder Jean Ziegler dem rechtsradikalen nationalsozialistischen Umfeld zuzuordnen sind. Den Originalposter Fabian H. kenne ich nicht. Ich gehe davon aus, dass auch er nicht dem rechtsradikalen nationalsozialistischen Umfeld zuzuordnen ist. Und für meine Person als tunesisch-französisch-deutscher Journalist und Bürger stelle ich fest, dass ich auch nichts mit dem rechtsradikalen deutschen nationalsozialistischen Umfeld zu tun habe und damit auch nichts zu tun haben wünsche.
Ich arbeite und wirke gegen rechts, auch öffentlich, das ist bekannt. Ich habe zahlreiche Petitionen für Toleranz, für multikulturelle und Völkerverständigung auch öffentlich unterzeichnet und wirke und arbeite in meinen Fernsehsendungen und auch in meinen Beiträgen für eine kosmopolitische Ordnung, für ein weltoffenes und buntes Deutschland, für ein Deutschland, in dem Grenzen über Brücken gebaut werden. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen und versichern. Es gibt also diese Vorwürfe, die erhoben worden sind, sind entweder grob fahrlässig gemacht worden oder sie sind falsch oder es handelt sich um den Versuch, meine Arbeit und auch die Arbeit des ersten deutschen Fernsehens von Jean Siegler und von dem ARD-Nachtmagazin zu kriminalisieren, zu diskreditieren und Rufmord zu begehen, das heißt also auch die Reputation eventuell zu vernichten. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Das ist das, was ich Ihnen heute vor Gott und vor den Menschen und vor der nationalen und internationalen Öffentlichkeit mitteilen kann und erklären kann. Die Vorwürfe der rechtsradikalen nationalsozialistischen Verbindung sind definitiv falsch. Das stelle ich abschließend fest und ich hoffe, ich konnte so weit wie möglich Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie weitere Fragen wünschen und weitere Antworten wünschen, dann können Sie jederzeit auch gerne anrufen bei Telefon 06236 41 68 02 41 68 02 oder Telefon 06236 48 90 44 oder Telefon 06236 48 90 44. Ich danke für das Zusehen. Bitte nicht wundern, dass jetzt noch ein Hintergrundgeräusch zu hören war. Das ist ein Hund, der sich gerade irgendwie angestrengt hat. Wir werden nach dem Hund sehen und gucken, was da passiert ist. Inzwischen geht es dem Hund, strengt das sich wohl nicht mehr dazu an. Hat sich gerade irgendwie angestrengt. Nochmal zur Versicherung. Ich erkläre hiermit öffentlich auch, dass mir nicht bekannt ist, dass das ARD-Nachtmagazin, das erste deutsche Fernsehen oder Jean Siegler, Fabian H., den ich nicht kenne, oder auch meine Person dem deutschen nationalsozialistischen und rechtsradikalen Terrorumfeld zuzuordnen ist. Ich gehe davon aus, dass die Vorwürfe falsch sind aufgrund einer falschen Anschuldigung von Richard McTars, der zu dem Beitrag des ersten deutschen Fernsehens im öffentlichen Facebook-Raum behauptet, es würde sich um braunes, rechtsradikales, nationalsozialistisches Gedankengut handeln. Ich denke, da kann sich jeder selbst ein Urteil bilden. Der Beitrag wird ja bei Google gehostet, ich meine bei YouTube natürlich, Google INC, YouTube. Folgerichtig, wenn Ermittlungen geführt werden müssten, dann müssten die logischerweise gegen die ARD, gegen das ARD-Nachtmagazin, gegen die Redaktion von ARD-Nachtmagazin, gegen Jean Siegler und gegen YouTube, gegen Facebook, gegen Mark Zuckerberg, der wird sich natürlich freuen über den Vorwurf. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sich wirklich freut. Und gegen die Google INC geführt werden. Viel Spaß dann bei den Ermittlungen. Ich bin gespannt, wie dann die Reaktion von Google INC sein wird, wenn man tatsächlich einen Weltkonzern zum Vorwurf machen wollte, eine deutsche rechtsradikale nationalsozialistische Vereinigung zu sein. Ich denke, das führt dann doch ein bisschen zu weit. Da kann sich jeder sein eigenes Urteil zubilden. Ich denke, es ist offensichtlich, dass die Vorwürfe falsch sein müssen. Für weitere Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung bei Telefon 06236 41 68 02. Ich hoffe, ich konnte jetzt einige Fragen beantworten, auch Missverständnisse aufklären. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein friedvolles, gutes, glückliches Jahr 2012.